Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, mehr Trash geht nicht bei dem Video von Terror Serpent, hier oben eingeblendet? Ich habe mich geirrt. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und ja, wie ihr gerade schon in der Einleitung gehört habt, schauen wir uns heute mal ein weiteres Mediabook an, diesmal mit sogar mehreren Filmen. Und das ist schon das zweite Mediabook mit mehreren Filmen, in diesem Fall Teil 7 bis 10 von Camp Blood. Ja, Camp Blood, was soll ich sagen? Wie ihr sehen könnt, ich habe mich übrigens hier auch schon trashmäßig, White Trash-mäßig jetzt für dieses Video vorbereitet. Tada! So, alleine für diesen Mehrwert könnt ihr doch ruhig schon mal einen Daumen da lassen. Das wird nicht besser, ich sag's euch, Leute. Ja, worum geht es? Also erstmal, ja, einen aktuelleren Mediabooks der Firma WMM-AVV. Und ich würde sagen, ja, worum geht es erstmal in Camp Blood? Ja, es ist eigentlich grob gesagt, ein Killer-Clown geht um und bringt irgendwelche Teenager um. Ja, das war's soweit. Ja, da sterben halt mal so eine Volleyballmannschaft in dem einen Teil und in dem anderen hier irgendwie irgendwelche Camper oder ist auch eigentlich vollkommen egal. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber erstmal dieses Mediabook, optisch sehr schönes Mediabook, etwas genauer an. So, und da haben wir jetzt das Mediabook. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich das Beste, was ihr von diesem Film hier erwarten könnt, ist nämlich die Cover. Und die haben, ja, wurden wieder mal neu designt für AVV und / WMM, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, dahingehend, die sind wirklich großartig. Wahnsinn, also ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Was die hier rausgeholt haben, ne? Diese Clownsmaske sieht hier auch richtig brutal aus, wenn die mal im Film so aussehen würde, auch hier mit dem Messer, mit dem Gesicht drauf, ein Klassiker, ne? Aber auch hier, ne, steht einer vor so einem Auto, hier so eine Brust raushängt, ne? Camp Blood nochmal so in der Hand, wir sehen quasi alle möglichen Szenen, ne? Das sieht auch richtig brutal aus hier, ja, Camp Blood Teil 7 bis 10, Camp Blood, ja, ja, also das ist schon wirklich, wirklich großartig und die anderen Cover sind auch wirklich großartig. Ich blende euch die mal hier ein, ja, so, dass ihr das mal so nebeneinander sehen könnt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Also ich finde die wirklich, habe ich schon gesagt, großartig? Ah, großartig ist, glaube ich, mein neues Lieblingswort. Ja, der Spine, auch hier, wie typisch bei AVV, WMM, immer das Cover nochmal einen kleinen drauf. Falls ihr mehrere Cover im Regal habt, ne, und nicht wissen wollt, welches ihr jetzt rausnehmt. Das finde ich mir ziemlich witzig und auch hier Camp Blood. Teil 7 bis 10 hätte man vielleicht daneben machen können, aber es ist halt quasi das gleiche Artwork wie vorne. Und es ist nur ein DVD-Mediabook. Ja, ganz wichtig zu sagen, habe ich ganz vergessen, ist natürlich nur DVD. Warum? Weil es die Qualität einfach hergibt. Ne? Also wenn ihr könnt euch das ja denken, am Ende gibt es, wie gesagt, eine Bild- und Tonbewertung, aber wenn ihr zwei Filme auf eine DVD bekommt, dann könnt ihr euch ja erraten, was das für eine Bild- und Tonqualität ist. Aber bleibt bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr noch mehr und wie das genau im Detail aussieht. Ja, beinhaltet Camp Blood 7, Camp Blood 8, Ghost of Camp Blood und Children of Camp Blood. Ja, und hier unten seht ihr so ein paar Ausschnitte. Die meisten sind aus Teil 7. Eigentlich alle bis auf das hier, glaube ich. Wie gesagt, Teil 7 ist der, den ich mir angeguckt habe. Die anderen habe ich mir dann geschenkt. Hier sehen wir so ein bisschen so die Special Effects. Also nur, dass ihr immer so ein kleines Gefühl dafür kriegt, wenn ihr so ein bisschen die Organe in so einer Plastikschlauch raushängen. Ja, oder hier so ein bisschen so der Hals gehalten wird oder so, ne? Ja, naja. Zu den Extras. Wir haben ja Trailer und das war's. Und haltet euch fest, wir haben ein Booklet von Christoph fucking N. Kellerbach. Bruder, was hat dich dazu geritten? Ich habe dich schon gefragt, aber ich kriege ja hier keine richtige Antwort und vielleicht ist es auch besser so. Wir haben eine krasse Limitierung auf nur 222 Stück. Also
Wenn ihr wirklich das Fans von diesem Ding seid, dann müsst ihr wirklich zusehen, dass ihr das schnell bekommt, weil viel wird es davon nicht mehr geben. Ich hatte euch ja die Cover schon eingeblendet, aber wir sehen die auch nochmal hier gleich im Booklet. Die Discs, auch hier unterschiedliche Designs, das finde ich richtig cool. Ich drehe das mal rum, so, weil Hintergrund brauchen wir uns nicht angucken, der ist für jedem AVV-WMM-Mediabook immer dasselbe. Aber wir haben hier wirklich ziemlich coole Disc-Designs, die auch, meine ich, Cover waren oder sind. Ne? Also auch das sieht wirklich klasse aus. Da hat sich der Künstler mal wirklich selbst übertroffen. Auch hier sehen wir nochmal das Frontcover. Booklets sind bei allen Teilen natürlich dieselben. Und dann kommt jetzt der Text von dem guten Christoph in Kellerbach, der natürlich wie immer großartig geschrieben ist, wie man das halt von dem guten jungen Mann so kennt. Shot on Video, die Anfänge. Versucht er das so ein bisschen hier schön zu reden, indem er das so ein bisschen auf diese B-Movie-Filme schiebt, die halt dann quasi für Videotheken dann groß geworden sind und so. Hier seht ihr übrigens nochmal die Maske, was ich meinte. Weiß ich nicht. Das sieht halt einfach nur Panne aus und nicht gruselig. Also da hätte man, also es gibt zum Beispiel, ich habe euch ja irgendwie mal Michael Myers Masken gezeigt, die billig waren von Amazon. Blende ich euch hier oben mal ein, das Video. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da seht ihr dann, was man halt so billig Masken so kaufen kann. Aber es gibt halt genug Leute, habe ich jetzt auf Instagram, Account habt ihr ja schon in der Videobeschreibung hier eingeblendet gesehen, gerne mal ein Abo dalassen. Da habe ich einige Leute gefunden, die diese Masken überarbeiten von den Originalmasken. Und da geht halt wirklich einiges, was man da so machen kann. Und dementsprechend, ja, hätte man sich vielleicht auch, wenn man so sagt, man möchte einen Film machen, dann kann man vielleicht mal 200-300 Euro in die Hand nehmen, um halt hier wirklich mal eine Maske zu machen, die auch nach was aussieht. Aber guckt euch das mal an. Was ist das? Also wirklich, das ist, weiß ich nicht. Ja, dann gibt es ja nochmal kleine Retroperspektive über Camp Blood Teil 1 und 2. Ne? Die Clown beginnt sein Massaker. Dann das Franchise, wie es so weiterging. Ja. Hier seht ihr wieder Ausschnitte aus dem Film und guck mal, das sieht einfach, also weiß ich nicht, wo ist das Color Grading, wo ist also ein bisschen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dann, ne, apropos Rückkehr, ne, Camp Blood Teil 7, ist er wieder irgendwo anders auf dem Regiestuhl und hier seht ihr übrigens das andere Cover, was ich auch sehr geil finde. Auch hier wieder ein paar brutale Szenen drin, auch wieder so ein Kopf hier irgendwo. Im Grunde auch ziemlich geiles Cover, hat mir dann aber nicht ganz so gut gefallen wie dieses hier. Ja, aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ich glaube, das hier ist so ein bisschen, ich möchte das mal so, ne, das Erbe, das kennt Blatt, Kreativität und Schaffensdrang. Ja, also geht nochmal so ein bisschen final nochmal so darum, was dann quasi so das Erbe von dieser Serie ist. Also der Christopher hat wieder nett hier geschrieben, aber schaut euch mal diese Maske an. Aber ganz ehrlich, das hier, finde ich, beschreibt das alles nochmal. Ich blende euch jetzt mal ein bisschen Musik ein, die vielleicht ein bisschen passender zu diesem Bild hier ist. Fürchtet ihr euch jetzt oder seid ihr jetzt eher amüsiert? Ne? Ich meine, am Ende das hier übrigens nochmal, ist auch nochmal ein Cover gewesen, auch sehr schön. Boobies gibt es übrigens auch zu sehen. Ne? Also dahingehend immerhin etwas, möchte ich mal so sagen. Ja, die Bild- und Tonbewertung. Wie ihr es ja schon bei dieser Qualität dieser Streifen denken könnt, ist die Bildqualität so, wie wenn ihr mit dem Camcorder einen Film aufnehmen würdet, weil ja genau nichts anderes ist ja hier passiert. Genau das gleiche gilt aber auch für den Ton. Wir haben hier eine 2.0 Dolby Digital, also DVD Stereo Tonspur. Alles also quasi so auf Camcorder Niveau, obwohl der Sound ist schon ein bisschen besser, also der ist nicht ganz so schlecht. Fällt aber auch jetzt eher so nicht so weit negativ auf, weil der Rest halt eben dementsprechend von der Soundqualität halt ablenkt.
Ja, ich muss zugeben, ich habe nur den 7. Teil hier von dieser Serie gesehen. Deswegen an der Stelle, falls ihr jetzt dann auf dafür einen Daumen dann runtergeben wollt, ist das auch okay. Weil ich ja das wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß verstanden habe, wie es hätte sein sollen, müssen, werden, können, ist, weiß ich nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Fans dieser Serie seid. Da kommen wir nämlich dann auch schon zur Gesamtbewertung. Das Mediabook, wie immer, von WMM-AVV, cool gemacht. Man sieht die anderen Cover. Wir haben zwei Filme auf einer Scheibe oder drei sogar, glaube ich, sind das hier, ne? Nicht sogar drei. Zwei jeweils. 7 und 8, 9 und 10. Ja, natürlich. Zwei Filme auf einer Scheibe, das spricht eigentlich immer schon für Qualität und dementsprechend, ja, wir haben uns das bei einem feuchtfröhlichen Abend den 7. Teil angeguckt und ich muss zugeben, so als nebenbei Partyfilm finde ich das durchaus ein legitimer Existenzgrund für diesen Film. Wenn wir aber ehrlich sind, könnte selbst ich einen besseren Horrorfilm drehen. Alleine diese Maske, die halt die billigste Gruselmaske die ist, die ihr beim Teddy kaufen könnt, im Ausverkauf, in der untersten Schublade, ist dann schon etwas traurig. Die Kameraeinstellung dementsprechend auch eher langweilig. Da hat sich, also, weiß ich nicht, wenn ich einen Film machen würde, dann würde der besser aussehen, der wäre aber immer noch schlecht. So, dementsprechend, wenn ihr wirklich schmerzbefreit seid, aber ein optisch super geiles Mediabook haben wollt, wenn ihr gerne Partyfilme guckt und ich gemeinsam drüber lustig macht, wie schlecht so ein Film ist, dann kann ich euch dieses Mediabook hier herzlich ans Herz legen. So. Immer wie unten verlinkt, könnt ihr gerne nachgucken. Weil das muss man den Film lassen. Optisch sind die Cover wirklich ein wahrer Genuss. Also da, wie immer, typisch bei AVV, haben die sich nicht lumpen lassen. Immer wirklich wieder die besten Künstler verpflichtet überhaupt. Den Rest, wie gesagt, Geschmackssache. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Lasst uns mal gerne darüber diskutieren, wie ihr diesen Film oder diese Filme findet, diese Serie. Vielleicht ist ja Teil 1 und Teil 2 vielleicht sehr viel besser. Habe ich leider nicht. Also lasst es mich gerne wissen. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.